So, hallo, liebe SWN-Zuschauer, liebe Freunde von SWN TV und natürlich von mir. Heute bin ich also im Wildpark und ich habe mich einfach mal genötigt gefühlt, mal was zu sagen zum Trump. Ja, zum Trump. Einfach nur zum Trump. Weil der alleine schon einen Kommentar wert, dass man da mal drüber spricht. Er hat ja gestern auf der UN hat er gesprochen und die letzte Zeit lässt er immer wieder Sachen los, dass er Nordkorea also auslöschen möchte, dass er es in die Steinzeit zurückbomben möchte, dass er es, was Gott, was alter total, er droht mit Atomkrieg gegen Nordkorea. Er möchte die Nordkorea, wenn dieser Diktator, also dieser Kim Jong-Chung-Cheng oder wie er heißt, wenn der also weiter droht der Welt, wird er rübergehen, er, Trump, der Batman wird da also rüberfliegen und wird da die große Mutter der Bombe abwerfen oder eine Atombombe und wird also Nordkorea den Erdboden gleich machen. Lieber Trump, lieber Herr Präsident oder wie der Vogel sich nennt, haben Sie einmal schon darüber nachgedacht, was diese Atombombenabwurf auf Nordkorea, was das für Folgen für die Menschheit dort hätte in Nordkorea, was das für Folgen für das Gebinde hätte, das Staatengebinde um Nordkorea und Südkorea und alles drumherum hat? Lieber Herr Präsident, ich habe vor kurzem im Fernsehen gehört, nachts natürlich wieder, damit es niemand sieht, wird das immer nachts ausgestrahlt, dass Südkorea und die Amerikaner ja immer Übungen abhalten, große Übungen abhalten, immer dann, wenn die Nordkorea ihre Ernte aussäen oder ihre Ernte einbringen wollen, dass also die Amerikaner und Südkorea, also Nordkorea, auch immer wieder, ja, ich will mal sagen, behindern, bedrohen. Und das also nicht, was der Kim Jong-un dann schuld ist an diesem Kreislauf, dieser Spirale der Gewalt, dieser Androhungen von Gewalt, sondern dass die Amerikaner da ein ganzes Stück mit beitragen. Man möchte ja nur mal daran denken, dass heute sich alle aufregen über die Russen, dass sie ein großes Manöver an den Grenzen von Polen und so weiter da drüben abhalten. Ne? Und man muss aber auch mal überlegen, dass die Amerikaner und die Polen und die NATO überhaupt zuerst angefangen hat, Truppen an diesen Grenzen zu stationieren. Also man darf nicht immer sagen, der ist dann schuld, sondern vielleicht auch mal an die eigene Nase fassen. Und vielleicht mal ein bisschen mehr Diplomatie rausklingen lassen aus diesen ganzen Drohgebärden. Es kotzt mich echt an, Herr Präsident. Es kotzt mich echt an. Es kotzt mich an, dass Sie Präsident sind. Und es kotzt mich an, wie Sie da den großen Cowboy spielen. Ich habe immer gedacht, der früher der Präsident geheißen, der da in die Cowboy-Film gespielt hat, der Regen, habe ich immer gedacht, das ist ein scheiß Präsident. Aber es wird, ja. Früher hat man mal immer als Kinder, wenn man einen ärgern wollte, hat man immer gesagt, Werneck, machst du Türlauf, der Trump, der kommt in Dauerlauf, er legt sich gleich ins erste Bett und schreit, ich bin der Oberdepp. Habe ich nicht gesagt. Also möchte ich jetzt nicht sagen. Ne? Aber, lieber Herr Präsident, hören Sie auf damit, mit den Waffen zu rasseln. Es bringt uns nichts. Denken Sie mal daran, wie die Erde heute schon belastet ist. Jetzt, wenn Sie da Atombomben werfen wollen, Der Gedanke allein bringt mich schon zum Kotzen. Man muss sich das mal vorstellen. Heute in unserem Jahr 2070 ist so ein Präsident da, der anderem Land mit einer Atombombe droht. Oder mit einer Mutter der Bombe droht. Mit Gewalt droht. Mit Krieg droht. Und ist denn die Menschheit immer noch so blöd wie vor 33? Haben die nichts dazugelernt? Haben die nichts dazugelernt? Denken die immer noch, Krieg ist das letzte Mittel der Diplomatie? Leute, so geht doch das nicht. Ne? Ich bin erschüttert. Und ich habe immer gedacht, meine Generation ist eine Generation, die vernünftiger geworden ist. Meine Generation ist eine Generation, die den Krieg nicht mehr braucht, um sich ausdrücken zu können. Nein, ich habe mich getäuscht. Meine Generation ist genauso blöd wie die andere Generation zuvor.
Wir haben nichts gelernt. Wir haben nichts gelernt. Bin traurig. Und ich ziehe meinen Hut vor allen Menschen, die immer noch die Diplomatie, die Gespräche an erster Stelle stellen. Ich habe mir extra heute meinen Europahut aufgesetzt, weil ich der Meinung bin, dass wir Europäer den Amerikanern endlich mal die Kante zeigen müssen und müssen sagen, hier so nicht. Ihr seid nicht die stärkste Macht der Welt. Und wir wollen das auch gar nicht wissen, ob ihr seid. Auf jeden Fall seid ihr die der Welt. Also damit lasse ich es sein. Ich glaube, ich habe wieder genug von mir gegeben. Nicht, dass der Trump mal kommt und haut mir mal in einem Rüssel. Na, aber ist ja nicht bloß der Trump, ne? Ganz so aufgesehen, ne? Da gibt es ja auch noch einen am Rande von Europa, ne? Esel, Ziege. Ich baue mir halt immer so Brücken, ne? So Eselsbrücken. Ne? Und wenn ich dann an gewisse Sachen denke, dann fällt mir der Name Erdogan. Wenn ich also mir an diesen Erdogan denke, ne, der also Einreisewarnung für Türken nach Deutschland gegeben hat. Gott sei Dank, hat er mal eine Reisewarnung aussprechen für Deutschland. Mensch, da haben wir doch schon lange gewartet. Ne? Ehrlich, da habe ich schon lange gewartet. Ne? Hast uns ja nur einen Gefallen getan. Ne? Aber der Gabriel oder wie unsere da oben heißen, die können ja auch mal eine Reisewarnung für die Türkei aussprechen. Wenn man überlegt, wie viele Leute da im Gefängnis sitzen, die dort eingereist sind und nichts mehr rauskommen. Aber hallo, ne? Aber da schlafen ja unsere wieder. Da haben sie wieder Angst, dass der Erdogan die Flüchtlinge loslässt, gell? Ja, stell dir mal vor, der lässt die Flüchtlinge los. Ja? Und das vor der Wahl kann man das überhaupt nicht gebrauchen. Ne? Weil wenn der vor der Wahl die Flüchtlinge loslässt, ne? Hat er doch gewarnt oder hat gesagt, die Türken in Deutschland, die also schon wählen dürfen in Deutschland, die eigentlich sind sie jetzt schon Türken oder sind sie noch Deutsche oder ist ja wurscht. Auf jeden Fall, die wählen dürfen, ne? Die sollen also nicht die CDU wählen, nicht die FDP wählen und noch irgend so eine Partei. Ne? Leute, wo kommen da hin, oder? Weil mir ist es ja ganz egal, ob die wählen oder nicht wählen. Ne? Die können ja einen Erdogan wählen, ist mir scheißegal. Ne? Aber der schreit immer rum, wir sollen uns nicht bei ihm sich einmischen, er mischt sich bei uns ein. So ein Clown, du. Da passt der gleiche Spruch von Werneck, passt auf den an. Passt auf den an. Aber nur statt Trump Erdogan drin. Ne? Aber gut, ich höre jetzt mal auf mit dem Gelaber. Ich habe genug gelabert. Ne? Aber ich bin ja so schockiert, ne? Wenn man die Rede in der UN gehört hat von diesem Trump. Ne? Wie kann so ein Mensch ein Politiker werden in so einem einflussreichen Land der Erde? Wie kann das gehen? Sag mal, gibt es irgendwie von der Umwelt her ein Gen oder irgendwas, was durch die Luft fliegt und uns und dann die Politiker bestäubt, ne, und dann, dass die alle wegen abdrehen oder was? Ja, leck mich doch fett, du. Mensch, bin ich froh, dass ich in Schweifert wohne, du. Da sind die Politiker noch einigermaßen in Ordnung. Ja, und also, jetzt reicht's aber. Tschüss. Ich drücke da jetzt aufs Knöpfle. Und damit seid ihr ausgeschalten. Ich schalte euch jetzt aus meinem Leben.